Naja, egal. Ich hatte gerade überlegt, wie rum es optimaler wäre zu laufen, vermutlich andersrum. Ja, es war wieder total falsch, wie ich jetzt laufe, weil ich da andersrum natürlich dann wieder auch die Hälfte wieder zurück muss, um überhaupt über die Brücke zu kommen. Aber jetzt ist ja eh zu spät. Ach, wir drehen um. Nein. Jetzt ist ja eh zu spät, also kann ich auch durchlaufen. Habe ich nicht dran gedacht und man sieht es schon, es war richtig dämlich. Weil ich jetzt quasi um den kompletten Block rumgelaufen bin, obwohl es einfach nicht nötig war. Na gut. Dann flüchten wir hier wieder hoch. Und wir flüchten hier rüber. Und dann flüchten wir mal hier hoch. Darüber. Und jetzt müsste ich in den fremden Quartieren sein. So. Und dieser Typi soll einen Buchhändler hier regelmäßig besuchen. In den fremden Quartieren. Wobei wir das ja auch schon ewig gesucht haben und nicht gefunden haben. Deswegen glaube ich das nicht so ganz. Wow, ich bin die beiden mal gleichzeitig aufgestiegen. Das ist ja faszinierend. Na gut, wir rennen hier mal rein. Und vielleicht finden wir hier jemanden, der quasi... Ah, ein Verzauberer. Ach, hier in den Seitendingern gibt es auch noch Leute. Das ist aber mal... Is there something you need? Why, I suppose I have a moment. What is it? Go ahead, Abel. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und dann einen Stock höher hoffentlich. Ja, das sieht gut aus. Go on about your business. Ja, ich versuch's. Denn ich versuche gerade hier ein paar verrückte Beine zu finden. Weißer. Die müssten doch sicher hier irgendwo in so einer Art Kneipe sein. Das könnte ich eigentlich mal gucken. Gibt es hier sowas wie eine Kneipe? Nein. Hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter, da geht's runter. Hier gibt es zu den fremden Quartieren, hier geht es zu den fremden Quartieren, da geht es zu den fremden Quartieren und dort geht es zu den fremden Quartieren. Das ist doch alles Kacke, wieso verlaufe ich mich jetzt hier schon wieder? Go ahead. Ja. Okay, wie auch immer, ich habe jetzt auch schon wieder eine gewisse Überlängenfolge. Ich glaube, ich werde die vorher schneiden und mir das einfach ausrechnen, wo ich denn jetzt aufhören muss. Ich wollte ungefähr bei Minute 8 aufhören, das heißt, das nächste wäre quasi 23. Dann sind wir jetzt eben schon in der nächsten Folge, schon seit einiger Zeit. Es tut mir leid, ich bin gerade offenbar ein bisschen verwirrt. Das finde ich verwirrend. So, wir rennen wieder hier runter und versuchen irgendwie anders. Ja, Schnauze. So. Versuchen irgendwo anders hier herauszukommen. Warte mal, auf der anderen Seite müsste doch dann die Kneipe sein. Halt die Fresse. Ich meine natürlich, ach nichts, oh werter Herr, ich wollte hier einfach nur spazieren gehen. So. Ich schätze mal, hier wird sich die Diebesgilde ein bisschen rumtreiben. Ich hoffe nicht, dass die vorher alle umgebracht haben. Our doors are always open. Das ist doch schön, wenn eure Türen stets geöffnet sind. Go ahead, Outlander. What do you need? I'm ready for anything. Go ahead. Ich würde gerne wissen, wo ich jemanden finde. Und zwar nicht die desidentischen Priester, sondern diesen komischen, verrückten Typi. Crazy Leg.
Warte mal. Wenn ich die hier nach der Diebesgilde fragen kann, dann bin ich in der Diebesgilde. Wenn ich es nicht kann, bin ich nicht in der Diebesgilde. Also bin ich hier nicht in der Diebesgilde. Also muss ich hier wieder weg. So, wo geht's denn da hin? Ein entsperrtes Zimmer. Na gut. Hauen wir wieder ab. Kann ich dich nach der Diebesgilde fragen eigentlich? Nee, kann ich nicht. So. Aber ich kann dich nach Jim Stacy fragen. In den fremden Quartieren. So, wir sind doch in den... Ja, werde ich versuchen zu tun. So, wir sind doch hier in den fremden Quartieren eigentlich, dachte ich. Also ich müsste mich schwer täuschen, wenn wir hier nicht in den fremden Quartieren wären. Das sieht mir alles sehr fremd aus. Das ist dieser Marcellus. Kannst du mir was über die Diebesgilde erzählen? Nein, kannst du nicht. Dann interessiert mich das auch. May I help you? Ja, das wäre schön, aber irgendwie. Is there something I... Kanalgeschoss. Gehen wir mal da runter. Vielleicht finden wir dort ein paar mehr Antworten. Ich finde, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich bin hier. Vivek ist echt grauenvoll. Ich bin hier wieder die ganze Zeit nur am Rumrennen und versuchen, irgendwas zu finden. So. Da ist eine Holztür. Und da ist ein Tempel. Den könnten wir eigentlich ausplündern. Aber na gut. So, wenn da die Holztür und da der Tempel ist, dann ist auf der anderen Seite hier ein Ausstatter. Also ein Bekleidungsinstitut, genau. Institution. So, wo geht's denn hier oben hin? Hier oben geht's einfach nur in ein Schlafgemach. Ich habe wieder so einen Kratzen im Hals. Ah, a visitor. What may I do for you? Sag mal, du hast ja auch echt die beste Lage für ein Geschäft ausgesucht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute gerne ins Kanalgeschoss gehen. Händler. Ah, apropos Händler, ich könnte hier mal ein bisschen Schotter verkaufen. Ich glaube, ich habe so viel Müll dabei. Go on about your business. Ja, halt die Fresse. Can I help you out? Do you need something? Ja. Okay. Ja, ich würde gern Zeug verkaufen. Und zwar zum Beispiel dich. Was? Ach komm, drauf geschissen. Ganz ehrlich, ich will das Zeug eigentlich nur loswerden. Die hat nur 300, das ist ja auch zum Kotzen. 300, was kann ich denn dann als nächstes verkaufen? Schildehose. So, Telekinese. Ui, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier einen Gürtel. Ein Lichtamulett. Okay. Ich glaube nicht, dass ich den halten möchte. So, das lassen wir erstmal. Ausdauer. Ja, so lang kämpfe ich auch nicht. So. Da kann ich irgendwelche die Skelette beschwören. Da kann ich irgendwelche Geister beschwören. Ja, das kann man auch wegmachen. Oh. Eine Frostschutzrobe. Ah, Willenskraft absorbieren. Das ist vielleicht nicht so schlecht. So, was haben wir denn hier? Geschwindigkeit verstärken. Dadurch, dass ich mein Talent habe, ist das eigentlich unnötig. Chamäleon. Das ist cool. Das hat mir schon gute Dienste geleistet. Des Wasserlaufens. Also irgendwie habe ich gerade nur teuren Schund dabei.
Ja, das kannst du haben. Das kriege ich andauernd. Große Quarma-Eier. Den brauche ich ja noch. Das interessiert sie überhaupt nicht. Das. Den Scheiß kann ich eigentlich auch loswerden. Ich kann diesen Brief von Chassir verkaufen, ist ja unglaublich. Oh, eine exquisite Robe, die will ich jetzt auch mal loswerden. Und dann sage ich doch erstmal, ist in Ordnung. So. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bin ich jetzt ein bisschen leichter? Nee, nicht wirklich. Ja, ich versuch's ja. Ich versuch die Diebesgilde zu finden. Weißt du zufällig, wo die ist? Ach, hier rennen doch dann wieder die Geister rum, ne? Und die Ratten. Die ich dann so bekämpfen muss. Darf und überhaupt. Ist doch alles Blödsinn. Och, Menno. Dafür habe ich die Gräber ausgeräubert. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Finde ich. Wie findet ihr denn das so? Mann, Mann, Mann. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eben doch nicht die Diebesgilde ist, sondern irgendeine andere Gilde. Nein, nicht die Diebesgilde. Nicht die fremden Quartiere, sondern irgendwelche anderen Quartiere. Kann ich da hinten... Ah, Depp. Ich kann da hinten natürlich auch schon hoch. Go ahead, Outlander. I'm listening. So. Ich denke nicht, dass es die das fremden Quartier ist. Wo sich die Diebe hier rumtreiben. Das heißt, ich gehe jetzt lieber mal woanders hin. Arena wird es auch nicht sein. Es könnte Saint-Delune sein. Deline. Saint-Deline. Deline. Ach, irgendwas. Weiß ich. So. Geh mir aus dem Weg, natürlich. Ist jetzt aber allerdings schon welchen her. Natürlich mal hier hochgehen und da ein bisschen mich umschauen, ob ich dort vielleicht auf die Diebesgilde stoße. Das ist das obere Obergeschoss, da war ich ja aber eigentlich auch schon. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so genau hin, sondern ich möchte jetzt wirklich hier endlich mal die Diebesgilde finden. Also mich ärgert es gerade ein bisschen. Um nicht zu sagen, total. Da ist ein Schmied. Anything I can do for you? Warte mal, da ist ein Schmied. Wie viel Geld hat der Schmied denn? Ich hätte ein paar Waffen, die ich ihm verkaufen können wollte. Hui, ich würde gerne mit dir handeln. Und zwar würde ich dir gerne ein bisschen Schotter andrehen. Und zwar... Er ist aber doof. Und so viel Geld hat er jetzt auch nicht. Outlander. Ja, ich weiß doch, dass ich Ausländer bin. So. So what's this about? So what's this about? Good hunting. Go ahead, Outlander. What do you need? Ich brauche die Diebes... What words do you have for me, citizen? Ich brauche die Diebesgilde. Hier ist schon wieder ein Schmied. Da drüben sind die Magier und da sind die... Also Schmiede sind hier hoch angesehen, habe ich so den Eindruck. Ach je. Ach je. Ach je. Ach je. So. Das heißt, wir gehen dann eben doch wieder in den anderen Bereich. Gibt es hier oben irgendwo eine Brücke? Nein, natürlich nicht. Und ich bin auch schon wieder auf der völlig falschen Seite. Aber hier hinten geht's runter hoffentlich, ne? Hier müsste es eigentlich runtergehen. Genau. So, hier geht's runter. So. Und dann geht's da hinten rüber. Und hier geht's wieder hoch.
also geht hier unten rum. Das ist alles sehr verwirrend hier. Aber mir ist das letzte Mal schon aufgefallen, dass die Sachen mit der Diebesgilde nicht so ganz passt. So. Ja, ich denke, wir machen mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich nutze vielleicht auch diese Gelegenheit endlich mal dazu, um zu sagen, ja, mal schauen. Um rauszufinden, wo ich jetzt eigentlich genau die Liebesgilde finde in Vivec. Und wir sehen uns gleich wieder. Dann geht's hier weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.